hinzuzufügen, dass ich kein nicht unwichtig zu erwähnen, dass ich kein Mediziner bin, sondern ein Kunsthistoriker. Also ich habe Kunstgeschichte, Psychologie und Musikwissenschaft studiert. Und die ganze Sammlung ist mittlerweile seit Eröffnung des Museums, es gibt ein eigenes Museum mit regulären Öffnungszeiten, seit 2001. Die ganze Sammlung wird geleitet von Kunst- und Kulturhistorikern. Und wir sehen auch auf psychische Krankheit unter diesem Aspekt. Also wir sind nicht dabei, irgendwelche Diagnosen zu rechtfertigen oder so, sondern eher zu fragen, warum sind Menschen in früherer Zeit und auch heute gesellschaftlich so wahrgenommen worden, dass man meinte, man müsste sie als psychisch krank diagnostizieren und entsprechend behandeln oder in früheren Zeiten auch wegschließen. Vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, die Sammlung Prinzhorn ist berühmt für einen großen historischen Bestand, der vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg zusammengetragen wurde. Prinzhorn, Hans Prinzhorn war Kunsthistoriker und Mediziner und er hat bereits in den Jahren 19 bis 21 ungefähr 5000 Werke zusammengetragen, zumeist auf Papier. Die Sammlung ist dann später missbraucht worden von den Nationalsozialisten bei der berüchtigten Ausstellung Entartete Kunst. Da sind Werke als Vergleichsmaterial mitgeschickt worden. Das war eine Wanderausstellung, die von 1937 bis 1941 durch Deutschland tourte. Und dann hat man die Sammlung erstmal vergessen und sie ist eigentlich erst wiederentdeckt worden in den 60er Jahren. Anfang der 70er gab es eine eigene Kustodin, die dann auch dafür gesorgt hat, dass die Sammlung wieder restauriert und konserviert wurde, dass man versucht hat, Krankenakten zu finden, Informationen über die Männer und Frauen, die hier vertreten sind und die auch dafür gesorgt hat, dass der Name Prinzhorn-Sammlung wieder einen Weltruf sozusagen bekam. Während wir seit der Öffnung des Museums 2001 eigentlich versuchen, vor allen Dingen verschiedene thematische Ausstellungen zu zeigen, in denen es immer wieder um psychische Erkrankung und Kultur oder Kunst geht. Der Titel klingt vielleicht so, als ob ein Mediziner irgendetwas Grundsätzliches sagen möchte dazu. Meine Absicht ist allerdings genau das Gegenteil, nämlich zu zeigen, dass es ganz unterschiedliche Absichten, ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen in psychischen Krisen künstlerisch kreativ werden. Und dass die Erwartungshaltung, die meint, es gibt möglicherweise einen Grund, der dahinter steht, eine falsche ist, weil wir dabei immer wieder vergessen zu überblicken, in welchen unterschiedlichen Kontexten diese Werke entstehen. Ich beginne aber bei einem Versuch, das zu erklären, der mir natürlich besonders nahe liegt, nämlich Prinzhorns Buch. Können wir das erste Bild bitte mal haben? Bildner der Geisteskranken ist das Buch, das Prinzhorn innerhalb seiner Zeit hier in Heidelberg verfasst hat, das 1922 erscheint. Ganz wichtige Grundlage, sich überhaupt mit diesem Gebiet zu befassen. 368 Seiten dick, aber ist vor allen Dingen wichtig geworden, weil es 187 Abbildungen hat, davon 20 auf Tafeln, sogar Farbtafeln. So viele Bilder aus diesem Bereich, der dort angesprochen wird mit dem Begriff Bildnerei der Geisteskranken, hatten selbst Psychiater keine Gelegenheit zu sehen in der damaligen Zeit. Es gab eigentlich immer nur kleine Fachartikel mit wenigen Schwarz-Weiß-Abbildungen. Prinzhorn macht eigentlich mit seinem Buch das erste Mal dieses Gebiet überhaupt sichtbar. Aber er verbindet damit auch einen fast enzyklopädischen Anspruch. Er stellt ganz viele Fragen, versucht die auch zu beantworten. Viele von den Fragen beschäftigen uns heute noch. Eine der wichtigen Neuerungen in dem Buch ist immerhin, dass er sagt, es gibt keine Merkmale, weder formal noch inhaltlich, die erlauben würden, zweifelsfrei auf den psychischen Zustand des Urhebers rückzuschließen. Das ist insofern revolutionär, 1922, weil nicht nur vor ihm, sondern auch nach ihm, bis in die 80er Jahre, Psychiater das und eigentlich zum Teil bis heute, immer wieder Psychiater versucht haben, solche Merkmale dingfest zu machen. Also quasi Marker für die psychische Krankheit in Bildern selber zu finden, was aber meines Erachtens tatsächlich unmöglich ist. Kunst ist nicht krank, sondern Kunst reagiert und reflektiert möglicherweise bestimmte Erfahrungen, die Menschen in psychischen Ausnahmezuständen machen, aber Bilder zeigen nicht die Krankheit. Das Bild, was Prinzhorn am Anfang zeigt, das ist schon sehr aussagekräftig, nicht nur für die Sammlung selber, die wesentlich größer ist als das, was in dem Buch gezeigt wird, sondern für Prinzhorn. Franz Karl Bühler ist sein Lieblingspatient, den stellt er hier vor unter dem Pseudonym Franz Pohl mit einer Farbaufnahme seines Wirkengels, ein Bild, das von den Figuren her bildsprengend ist und von den Farben her auch deutlich expressiv wirkt,
Eine Kollegin von mir hat das Buch von Prinzhorn mal als ein spätexpressionistisches Manifest bezeichnet. Prinzhorn ist Kind seiner Zeit. 22 ist die Zeit in der zweiten Phase des Expressionismus nach dem Ersten Weltkrieg. Und Prinzhorn sucht tatsächlich auch nach Dingen, die in den Expressionismus passen. Nicht zuletzt, weil er, wie viele seiner Zeit bereits, großer Anhänger und Verehrer von Vincent van Gogh ist. Und er hofft, dass er einen ähnlichen Beleg in den Bildern finden kann für diese Verbindung zwischen Genie und Wahnsinn, die damals auch schon van Gogh zugeschrieben wurde. Können wir das nächste Bild bitte haben? Entsprechend ist auch die Kunsttheorie, die er entwickelt, und es ist tatsächlich eine veritable Kunsttheorie, die Prinzhorn im ersten Teil vorstellt, eine Ausdruckstheorie. Und Sie sehen, am Anfang des Ganzen steht ein Ausdrucksbedürfnis. Das ist mit einem Doppelstrich verbunden mit dem Gestaltungsdrang. Also der Gestaltungsdrang ist ganz dicht mit dem Ausdrucksbedürfnis eines Menschen verbunden. Dann müssen aber noch Spieltrieb und Schmucktrieb dazu schießen, bevor es zu einer objektfreien, ungeordneten Kritzelei kommen kann. Und dann sehen Sie verschiedene andere Begriffe, die alle auf Triebähnliches hinauslaufen. Also es gibt Tendenzen, es gibt Triebe und es gibt Bedürfnisse und Dränge. Aber im Grunde zeigt sich hier auch, dass Prinzhorn sehr stark informiert ist und sehr stark interessiert ist an der Psychoanalyse und eigentlich nach einem Triebmodell sucht, das hinter der Kunst steht. Da ist Gesellschaftliches und Reaktionen auf sozusagen aktuelle politische Ereignisse und was vollkommen ausgeblendet. Hier wird ganz auf das Innere abgezielt. Und man könnte sagen, Prinzhorn treibt mit dieser Theorie eigentlich, in der er dann aus bestimmten Gründen den psychisch Kranken zu nobilitieren versucht, treibt die romantische Künstleridee, dass alles aus dem Künstler selber kommt, sozusagen auf die Spitze. Denn er behauptet, diese Kunst, die da entsteht, die ist zwar ungeheuer vielfältig, aber sie hat immerhin der Kunst seiner Zeit voraus, dass sie unreflektiert, ganz aus dem Unbewussten angeblich entstünde. Also Prinzhorn sagt auch, sie wissen nicht, was sie tun. Also er bemüht tatsächlich sogar dieses Bibelwort, um darzulegen, dass diese Werke wesentlich authentischer seien als all das, was im Kunstbetrieb entsteht, was mit Blick auf den Markt und mit Blick auf die Kunstgeschichte entsteht. Er möchte eigentlich eine Kunst, die nicht gelernt ist. Es sind alles ungeübte Geisteskranke, so stellt er fest. Es sind alles Leute, die spontan schaffen. Und für ihn ist das ein Garant dafür, dass wir es hier tatsächlich mit echter Kunst zu tun haben. Im Grunde ist dieser Begriff Bildnerei, der erst so vorsichtig wirkt, und er sagt im Vorwort auch, er wollte nicht vorschnell von Kunst sprechen, ist in ähnlicher Weise dem Begriff der aktuellen Kunst entgegengerichtet, wie später bei Jean Dubuffet der Begriff Art Brut der kulturellen Kunst entgegengerichtet sein soll. Also der Künstler Jean Dubuffet hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch versucht, so eine eigene Kunst zu etablieren, hat gesagt, die wahre Kunst ist da, wo man sie nicht vermutet, und professionelle Kunst, das klingt ebenso anrüchig wie professionelle Liebe. Er wollte auch, dass eine alternative Kunst nach vorne gebracht wird. Interessant sicherlich auch, dass diese beiden Ansätze jeweils nach Weltkriegen passieren. Das ist Prinzhorn nach dem Ersten Weltkrieg, Jean Dubuffet nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Theorie aufstellt. Später wird dann dieser Begriff übersetzt ins Englische als Outsider Art. Das nur, um diese Begriffe schon mal erwähnt zu haben, unter denen Werke auch gerade aus psychiatrischem Kontext heute immer noch kursieren. Also Prinzhorn sieht die Frage, warum schaffen psychisch Kranke oder warum schaffen Menschen in psychischen Ausnahmesituationen oder in psychischen Krisen bildende Kunst, das sieht er tatsächlich begründet in der Unerfahrenheit, der Spontanität und der Abgeschnittenheit vom Äußeren. Also er sagt auch explizit, diese Leute sind in Anstalten, die haben gar keinen Einfluss von außen. Und er meint, da entstünde halt etwas, das quasi aus dem Unbewussten eruptiv nach vorne kommt. Das ist natürlich eine sehr romantische Theorie, wie gesagt. Wir sehen das heute etwas anders. Und wenn man sich Werke anguckt, die in der Zeit entstanden sind, aus der er Sachen gesammelt hat, dann sieht man auch, dass man deutlich wesentlich andere Gründe auch für diese Kreativität dingfest machen kann. Das nächste Bild bitte. Vielleicht noch mal kurz zu referieren auf die Situation vom psychisch Kranken in der damaligen Zeit. Es gab eben vor 1920 zumal noch keine Kunsttherapie und es gab auch eigentlich keine richtigen Ateliers, außer für Patienten der ersten Klasse, die sowieso alle Annehmlichkeiten hatten in Luxussanatorien, die sie auch sonst um sich hatten. Aber in den normalen Anstalten für Patienten der zweiten und dritten Klasse, wie man das damals genannt hat,
gab es keine Möglichkeit, sich frei künstlerisch zu betätigen. Also nichts, was ihnen sozusagen dabei geholfen hätte. Und eigentlich gab es auch keine Unterstützung, sondern wenn, dann haben diese Menschen aus eigenen freien Stücken gearbeitet. Nur um das nochmal zu illustrieren, habe ich hier drei Bilder aus einem Fund aus Weilmünster, einem Fotoalbum dazugestellt, das wahrscheinlich zu Lehrzwecken für das Personal angefertigt wurde. Wir sehen oben links wahrscheinlich zwei Männer in einer Dauerbadewanne, das heißt Menschen, die unruhig waren, wurden entweder in Tuppzellen gesteckt oder kamen in Zwangsjacken oder sie kamen in warmes Wasser und da blieben sie so lange drin, bis sie ruhig waren. Und wenn sie nicht ruhig waren und drohten zu entweichen, dann kam da ein Deckel drauf oder ein Netz. Und zum Teil hat man Patienten tagelang in diesen Badewannen mit immer wieder neu nachgefülltem warmem Wasser gehalten. Unten sehen wir drei Patienten, die routinemäßig fotografiert werden bei der Aufnahme. Und Sie sehen, wie entwürdigend das ist an den beiden Rechtssitzenden, vor allen Dingen, die hier in Unterhemden oder Nachthemden sich präsentieren müssen. Nur der Linke ist offenbar so in seiner Welt, dass ihm das gar nichts auszumachen scheint. Der hat so eine sehr fürstliche Pose eingenommen. Aber man sieht an diesem Bild allein schon, wie entrechtet Patienten in der damaligen Zeit waren. Und das, was sie geschaffen haben in Anstalten, wurde gewöhnlich weggeworfen. Das war alles Schmutz, Unordnung. Das gehörte nicht in den Alltag der Psychiatrien. Und die Sammlung Prinzhorn ist so bedeutend, weil tatsächlich so viel anderes vernichtet wurde. Eigentlich fast alles andere ist vernichtet worden in der damaligen Zeit. Rechts sehen Sie noch einen Menschen, der offenbar Stimmen hört. Eine gefährlich faszinierende Aufnahme würde ich das nennen. Das nur als ein kurzer Einblick in die Wirklichkeit sozusagen dieser Verwahranstalten, in denen Menschen in der damaligen Zeit oftmals bis zu ihrem Tod 20, 30 bis zu 50 Jahre gelebt haben. Das ist aber auch schon ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Diese Menschen waren zwar eingebunden in Arbeitstherapien und es gab so etwas wie Werkstätten, Metallwerkstätten, Holzwerkstätten, Textilwerkstätten, Schreibwerkstätten und so etwas, aber sie hatten doch auch eine ganze Menge Zeit. Und Zeit ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt zum Kreativsein. Man könnte sagen, Kreativität, jedenfalls bei denjenigen, die eine Neigung dazu haben, tritt auch dann zutage, wenn sie dazu dienen kann, Zeit zu strukturieren. Das ist sicherlich ein ganz basales, aber nicht zu unterschätzendes Movens bei der Herstellung von künstlerischen Arbeiten. Das Zweite ist sicherlich auch, dass diese Menschen nicht vergessen werden wollten. Also wir haben eine Ausstellung auch gemacht, die hieß Vergissmeinnicht. Das kommt immer wieder vor, dass diese Menschen Zeugnisse ablegen wollen, überhaupt zeigen wollen, dass sie da sind, dass sie da waren, möglicherweise auch anderen zeigen wollten, Pflegern, Ärzten oder auch Verwandten. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Kann ich das nächste Bild bitte mal haben? Sozusagen ganz typische Arbeiten von Menschen in psychischen Ausnahmezuständen sind natürlich solche, die Dinge wiedergeben, die nicht unserer Realitätswahrnehmung entsprechen. Auf der linken Seite sehen wir ein Wolkengesicht von Otto Stuss, einem Hamburger, einem Hamburger Schreiner, von dem wir wissen, dass er diese Bilder in den Wolken sah und davon ausging, dass sie auf den Zeichner übergehen, der dann diese Wolkengesichter nachzeichnen müsste und wenn es ihm besonders gut gelänge, dann würden sie wieder zu Wolken werden und würden wieder anderen erscheinen. Also er ist sozusagen Teil eines eigentümlichen Bildkreislaufs von natürlichen Bildern. Und er hat hier in einer sehr eigentümlichen Weise ein Wolkengesicht festgehalten mit den Gesichtszügen, die ein Blatt fast vollständig ausfüllen. Also die Gesichtsform scheint eher von dem Blatt inspiriert zu sein als von einer freien Wolkenformation. Aber nichtsdestotrotz haben die Gesichtszüge natürlich etwas Wolkenartiges. Noch mehr in diese Richtung, der beschriebenen Richtung, geht sicherlich das, was wir auf der rechten Seite sehen können. Das ist eine Darstellung von Bildern, die Karl Lange, ein Kaufmann, in den Schweißflecken seiner Schuheinlegesohle gesehen hat. Und er hält in schriftlichen Aufzeichnungen fest, dass er davon überzeugt war, er hätte diese Bilder, die da in den Schweißflecken erscheinen, auch fotografieren können. Aber in Ermangelung eines Fotoapparates hat er sich eines Bleistiftes bedient und hat diese Formationen, die sich offenbar immer wieder wandelten, auch festgehalten. Dieses Blatt mit einer auffälligen Schuhsohlenkartusche,
heißt oder hat unten die Aufschrift, dreht man das obere Bild um, so erhält man das untere. Also die beiden Bilder, die wir da sehen können, sind nicht an genau den Orten entstanden, in der sie zeigt. Die Schuhsohle steht hier sozusagen nur als Andeutung des Ortes generell, sondern wenn Sie tatsächlich das obere Bild umdrehen, ist es fast deckungsgleich mit dem unteren Bild, nur dass da wieder andere Gesichter erscheinen. Es sind vor allen Dingen ganz viele Gesichter, die erscheinen und von denen überzeugt ist, dass sie eine Realität, eine eigene Wirklichkeit besitzen, die er nur dokumentiert. Hier dient also die Zeichnung tatsächlich in beiden Fällen dazu, etwas zu übermitteln, was diese Menschen sehen, von denen sie aber wahrscheinlich schon annehmen, dass andere ihnen nicht glauben, dass sie das sehen, und die Zeichnungen sollen das sozusagen belegen als Beweis. Können wir die nächste Zeile bitte mal haben? Ein ganz einfaches zeichnerisches Ereignis ist diese Art Gitterwand, die wir unten sehen. Und die lässt sich natürlich relativ einfach und ich glaube auch gefahrlos, ohne dass wir hier stark überinterpretieren, verbinden mit der sehr niedergeschlagenen Botschaft, die wir auf der anderen Seite sehen. Lebt wohl, ich gehe zu Gott. Nochmals Grüße von Hans oder von Heinz an alle. 1906 hat dieser Patient der Anstalt, der psychiatrischen Abteilung der Charité in Berlin, diese Zeichnung gemacht, die offenbar seine Ausweglosigkeit auch zeigen soll. Da liegt ein psychisches Ereignis vor, das sozusagen gleich Bild wird dabei. Ich bin seit einigen Jahren dabei, mit Freunden die Krankenakten der Psychiatrie in der Charité durchzugucken. Wir wissen, dass es zwischen 1880 und 1945 ungefähr 150.000 Akten gibt. Und wir finden in ungefähr 1% dieser Akten immerhin Zeichnungen, oftmals gleich mehrere, und sind dabei, die auch auszuwerten, peu à peu. Das ist also einer der Funde, die wir da gemacht haben. Können wir das nächste Bild bitte mal haben? Manche Zeichnungen entstehen auch sicherlich in der Situation mit dem Arzt, dienen der Kommunikation, vielleicht auch zu zeigen, was man kann. Das spielt auch eine große Rolle immer wieder. Diese Menschen sind weggeschlossen worden als psychisch unzuverlässig, unzureichend, haben vielleicht versagt, denken sie selber als Subjekt in der Gesellschaft und wollen jetzt aber nachweisen, dass sie doch zu etwas taugen, dass sie etwas können. Und oftmals sind es Erinnerungen, es sind aber auch kleine Kunststücke, die sie vorführen, indem sie zeigen, dass sie gut zeichnen können und auch distanziert das wiedergeben können, was sie in der Realität sehen. Also eben gerade nicht psychisch verzerrt, nicht unter irgendeinem Einfluss einer psychischen Ausnahmesituation stehen, sondern tatsächlich sehr distanziert Dinge wiedergeben, die sie in der Realität sehen und auf die sie sich natürlich mit den anderen auch einigen können. Hier geht es zum einen um einen Unterarzt, der festgehalten ist, das ist auch neben ihm notiert, und zum anderen offenbar um bestimmte Erinnerungen. Da gibt es auch eine Erinnerung an das Schloss in Heidelberg, eine Verbindung hier zwischen dem Bestand in Berlin und Heidelberg, der Stadt, wo ich jetzt gerade sitze, von einem Möbelpolier. Kann man das nächste Bild bitte? Und dann haben wir auch ganz erstaunliche Fotos gefunden in diesen Krankenakten von einem Herrn R., einem Drechsler, der Segelluftschiffe erfindet, in einer Zeit, in der die große Zeit der Erfindung von Segelschiffen oder von Flugschiffen und von Flugzeugen festzustellen ist. Der beteiligt sich sozusagen in diesem großen Fieber. Auch das finden wir sehr oft, natürlich vor allen Dingen bei Männern. Die erinnern sich an bestimmte technische Details ihrer Berufsausübung, aber wollen auch teilnehmen an diesem Fieber eines Entdeckens von Neuland und machen dabei ganz spannende eigene Entwürfe. Auch hier in diesem Fall geht es darum, dass ein Luftschiff kombiniert wird mit Segeln, wie bei einem Segelschiff. Und der Autor geht davon aus, dass dieses Segelluftschiff dann wesentlich besser navigierbar ist als andere Luftschiffe. Das Tollste aber ist die Aufnahme links unten. Können wir das nächste Bild bitte mal haben? Die auch, glaube ich, Bände spricht. Also ist ohnehin irrewitzig, was wir hier sehen. Wir sehen ein Modell eines solchen Segelluftschiffs in der Luft fliegen und zwar ein bisschen nach rechts oben geneigt. Darunter sitzen auf einer Bank offenbar einige Mitpatienten und wahrscheinlich sind es zwei Pfleger, die sich über die Banklehne rüberbeugen. Der Mann in Weiß ist der Autor dieser ganzen Geschichte und das Ganze spielt im Garten der Charité. Und darunter hat er geschrieben: Segelluftschiff Modell 3, Aufnahme 5. April 1910, Ansicht Fahrt gegen Wind. Also, er inszeniert tatsächlich dass dieses Schiff navigieren kann gegen den Wind und nicht nur er inszeniert das, sondern der Fotograf natürlich auch. Und der Fotograf kann eigentlich niemand anders sein als ein Arzt.
Oder jemand, der unter den Pflegern eine Fotoausrüstung hat, was schon für 1910 erstaunlich wäre. Aber da lässt man sich tatsächlich auf diese Weltsicht, auf diese ganz eigene idiosynkratische Weltsicht eines Patienten ein und spielt mit ihm mit. Also nimmt seine Ideen eines Segelluftschiffs ernst und inszeniert das so, als ob es tatsächlich auch fliegen könnte. Ich kenne eigentlich keine anderen Fotografien, die Ähnlichkeit haben als solche von Surrealisten aus einigen Jahrzehnten später. Es gibt noch eine andere Theorie, eine ganz interessante Theorie, die versucht, eine generelle Aussage zu machen darüber, warum Menschen in psychischen Ausnahmesituationen Kunst machen. Ernst Kries, dieser Kunsthistoriker und Psychoanalytiker, der erste, der voll ausgebildeter Kunsthistoriker und Psychoanalytiker war, ein Österreicher, ein Wiener, hat die These aufgestellt, dass das künstlerische Schaffen von Menschen in psychischen Ausnahmezuständen, sagen wir mal, oder in einer psychischen Krise vergleichbar sei mit den künstlerischen Erzeugnissen von Menschen in der Pubertät. Und er beruft sich da auf eine Theorie von Anna Freud, die Psychose verglichen hat, auch mit bestimmten Erscheinungen in der Pubertät. Ich finde das ganz interessant, weil er tatsächlich da unter dem Eindruck eines Aufruhrs, sozusagen eines physischen und psychischen Aufruhrs in der Pubertät, Menschen tatsächlich anfangen, wie Tucholsky sagen würde, Lyrik abzusondern oder andere künstlerische Techniken einzusetzen, um sich mit dieser ganz ungewohnten Situation auseinanderzusetzen. Und oftmals flaut das auch sofort nach der Pubertät wieder ab. Die Ereignisse, die da künstlerisch geschaffen werden, sind meist nicht so erheblich und die meisten bleiben eben auch nicht dabei. Aber viele kennen diesen Ausbruch in Kreativität, wenn es sich um so eine Ausnahmesituation handelt, als die man sicherlich auch die Pubertät ansprechen. Ich will das nicht banalisieren, ich will Psychose nicht banalisieren, aber ich glaube, es hilft zu verstehen, warum Menschen den Drang haben, in einer psychischen Ausnahmesituation künstlerische Mittel einzusetzen, um sich mit ihrer eigenen Situation auseinanderzusetzen. Natürlich immer nur, wenn eine bestimmte Begabung oder Neigung dabei vorliegt. Dass das zu ganz überraschenden Ereignissen und Erzeugnissen führen kann, sieht man gerade auch bei Künstlern, die eine Ausbildung hatten, in solch eine psychische Ausnahmesituation oder psychische Krise kommen. Und da bitte ich Sie, das nächste Mal zu zeigen. Einer der klassischen Beispiele dafür ist der schwedische Künstler Ernst Josephson, die große Hoffnung der Malerei im 19. Jahrhundert. Das war der bekannte schwedische Künstler, der nicht nur in Stockholm, ohnehin eine sehr provinzielle Stadt, reüssierte in seiner Zeit, sondern vor allen Dingen auch in den Salons in Paris große Erfolge hatte mit seinen Bildern, bis dann 1882, er mit diesem Bild, das ich Ihnen hier zeige, das heute in einer großen Galerie in Stockholm hängt, dem Strömkarlen, einem männlichen Neck oder Nöck in einem Wasserfall, es zu einem großen Skandal kommt. Schwer nachzuvollziehen heute möglicherweise. Wir sehen vor allen Dingen die gewagte Kombination einer symbolistischen oder allegorischen Figur, einer mythischen Figur, dieses Halbgottes, eines Wassernixen, mit einer impressionistischen Darstellungsweise. Aber gerade das, diesen traumhaften oder mythologischen Gehalt in unsere Realität hineinzuholen und dann auch noch mit einem nackten Männerkörper, das war ein absoluter Stein des Anstoßes. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass seine Karriere einen erheblichen Knick erfahren hat. Er zieht sich dann zurück und als er 1888 auf einer französischen Küsteninsel an Seancen teilnimmt, passiert es plötzlich, dass er die Geister, die er gerufen hat, nämlich die Geister großer Maler, Raphael, Michelangelo oder so, nicht mehr aus seinem Kopf losbekommt und dann fast nur noch Zeichnungen schafft, die er mit Michelangelo oder Raphael signiert und die vollkommen anders aussehen als das, was er früher gemacht hat. Können wir das nächste Mal bitte haben? Es sind vor allen Dingen Zeichnungen, die jetzt entstehen. Es sind wenige Gemälde, aber es sind vor allen Dingen Fluten von Zeichnungen, die geschaffen werden. Und die Zeit kann wenig damit anfangen, weil diese teigigen Figuren in ungewöhnlichen Proportionen gegen alles stehen, was in der damaligen Zeit künstlerisch überhaupt anerkannt wird. Also man hat in der damaligen Zeit das sicherlich nur als Werke eines psychisch Kranken sehen können. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts erkennen plötzlich Künstler, dass da jemand vorgreift, dem, was wir dann später als Expressionismus bezeichnen. Und es gibt
Kunsthistoriker, die nicht ganz unüberzeugend behaupten, dass sogar Picasso in seiner Phase der Klassizität in den 20er Jahren von Josephson angeregt ist. Aber vor allen Dingen hat eine Ausstellung 1911 in der Neuen Sezession in Berlin sehr viele Künstler beschäftigt, unter anderem auch Emil Nolde, der sehr stark von Josephson beeinflusst war. Und Josephson, der 1906 gestorben ist, hat davon nichts mehr mitbekommen können, leider. Aber dieser Bruch hat tatsächlich dazu geführt, dass auch etwas entsteht, was plötzlich auch ein Bruch in der Kunstgeschichte bedeutet. Man sieht sehr deutlich, dass hier jemand sich mit etwas ganz anderem auseinandersetzt, als er das sonst mit seinen ausgebildeten Fähigkeiten zu tun gewohnt war und machen konnte. Offenbar liegt ihm sehr daran, sozusagen die Realität jetzt in einer vollkommen anderen Weise darzustellen. Und es ist ganz offensichtlich, dass das mit diesem Einsetzen einer psychischen Krise zusammenhängt, die er 1888 erleidet. Ein anderes Beispiel dafür, können wir das nächste Bild bitte sehen, haben wir vor einiger Zeit das erste Mal in Heidelberg auch ausgestellt. Georg Müller vom Sihl ist derjenige Künstler, der die Landschaft um Oldenburg für die Kunstgeschichte entdeckt hat, kann man sagen. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und sogar in Dötlingen bei Oldenburg eine kleine Frauenkunstschule errichtet hat. Ein Eigenbrötler, ein Junggeselle, der sich immer abgesondert hat von allen, aber der tatsächlich als Künstler etwas leistete, auch anerkannte bildliche Leistungen geschaffen hat, die in Museen und Privatsammlungen gekommen sind, wie diese Landschaft hier bei Oldenburg von 1901. Und Georg Müller vom Sihl beginnt plötzlich im Jahr 1909 sich eigentümlich zu benehmen. Es wird berichtet, dass er sich auf den Boden vor Frauen wirft, beteuert, dass er sie liebe und dass er ohne sie nicht leben könne, wildfremde Frauen und dann in Ohnmacht fällt. Aber genauso anstößig war, dass es offenbar homosexuelle Kontakte gab in dieser Zeit. Und so kommt er 1909 von den Verwandten gebracht, in die Anstalt Venen in Oldenburg. Können wir das nächste Bild bitte haben? Und dort in Oldenburg, in der Anstalt Venen, entstehen auch noch wenige dieser Landschaften, wie er sie früher gemalt hat, aber vor allen Dingen beginnt er ein ganz neues Projekt mit gleichformatigen Aquarellen auf durchscheinendem Butterbrotspapier, von denen wahrscheinlich in seiner Zeit bis zu seinem Lebensende 1939, man hat ihn in einer frühen Zeit der wilden Euthanasie, könnte man sagen, verhungern lassen, von denen er 250 Blätter wohl geschaffen hat. Es gibt aber nur noch 177 von diesen Blättern. Diese 177 Blätter kamen 1970 in den Besitz des Oldenburger Landesmuseums und da sind sie auch lange unter Verschluss geblieben, weil der damalige Direktor sagte, sei alles nur diagnostisches Material. Er konnte mit der Bildform überhaupt nichts anfangen. Die meisten dieser Bilder zeigen tatsächlich immer diese Kreisform in der Mitte und dann figürliche Elemente, aber auch viel Text, der schwer verständlich ist. Und es kommen auch Ornamentformen und sowas vor. Können wir das nächste Bild bitte haben? Und anstößige Inhalte, wie zum Beispiel hier, das Bild hat auch unten die Unterschrift der Herzog scheißt. Unanständige Bildmotive. Es geht tatsächlich auch mal wieder um Sexualität in diesen Bildern und die Verortung von Sexualität innerhalb der Welt und verschiedener Denksysteme. Das beschäftigt ihn, auch wenn es nicht leicht ist, dem zu folgen, aber es geht offenbar immer wieder um das Motiv der Sexualität. Und ich bin vor einigen Jahren gebeten worden, einen Vortrag über Müller vom Sihl zu halten und da sind das erste Mal Aufnahmen von diesen Bildern gemacht worden in Farbe und ich war total begeistert und sagte, das sieht ja vollkommen modern aus. Also wenn man diese Bilder heute in eine Galerie stellen würde, würde man nur stocken über die altdeutsche Kurrentschrift dabei. Aber diese Kombination von heterogenen Bildelementen und die Freizügigkeit oftmals auch von Bildsymbolen und so weiter wirkt ungeheuer modern. Und das ist sicherlich auch der Augenöffner gewesen, der dann auch den neuen Leiter des Oldenburger Landesmuseums dazu gebracht hat, zu sagen, ja, wir machen eine Ausstellung über diesen Künstler. Was Müller vom Sihl da schafft, ist sicherlich auch etwas ganz Neues für ihn gewesen. Er setzt bildliche Mittel ein zu einer philosophischen, vielleicht sogar sexualontologischen Fragestellung, könnte man sagen. Und das ist lange Zeit überhaupt nicht verstanden worden. Beziehungsweise wahrscheinlich hat sich niemand wirklich um diese Inhalte der Bilder gekümmert und es ist eher erstaunlich, dass man die Bilder überhaupt aufbewahrt hat. Können wir das nächste Bild bitte mal haben? Manche Bilder machen auch deutlich, wie gesagt, es ist auf diesem semitransparenten Butterbrotpapier gemalt, dass sie
darauf angelegt sind, übereinander gelegt zu werden. Also es sind nicht einfach nur Bilder, sondern diese Bilder müssen tatsächlich auch in Aktion gesetzt werden. Das haben wir bisher nur zu einem kleinen Teil gemacht. Also man kann sicherlich noch wesentlich mehr an diesen Bildern erforschen. Und es zeigt auch nochmal, dass sie deutlich über den Bereich der herkömmlichen Kunst, die den Müller vom Sihl davor so gut bedient hatte, deutlich hinausgehen. Können wir das nächste Bild bitte haben? Heutzutage ist die Situation ganz anders. Es gibt nicht nur Kunsttherapie, sondern es gibt eine Fülle von offenen Ateliers. Ich glaube, Deutschland ist das Land mit den meisten offenen Ateliers. Im Englischen heißt das Supported Studios. Das sind Atelier- oder Werkstattgemeinschaften von Menschen, meist die alle Psychiatrie erfahren sind oder alle geistig behindert sind oder auch eine Mischform. Manchmal sind auch andere Gäste zugelassen. Manchmal ist das Atelier wirklich ganz offen. Ich zeige Ihnen hier ein Atelier der Caritas in Wien, Atelier 10, das schon einen gewissen Namen hat. Oftmals stellen diese Ateliergemeinschaften auch gemeinsam aus und sowas und entwickeln einen eigenen Atelierstil, kann man sagen. Hier sind es vor allen Dingen Menschen mit psychischen Problemen, die zusammenkommen und die in dieser Ateliergemeinschaft, die natürlich gewisse Vorzüge hat, finanzielle Absicherung, unterstützt wird durch einen Atelierassistenten und so weiter, ihre Werke schaffen gemeinsam. Und diese Atmosphäre ist sicherlich auch ganz wichtig, um Bilder zu schaffen. Das ist ein ganz neues Phänomen, das erst in den 60er Jahren auftaucht und sich ganz deutlich entwickelt hat in den 2000er Jahren. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass Menschen ihre Werke, die sie neben dem Alltag geschaffen haben, möglicherweise verstecken müssen, weil sie Angst haben müssen, dass sie weggeworfen werden. Das war tatsächlich in psychiatrischen Einrichtungen auch bis in die 80er Jahre der Fall. Also selbst nach der Wiederentdeckung von Prinzhorns Buch und der Sammlung und so weiter hat es noch sehr lange gedauert, bis Menschen solchen eigentümlichen Werken, die als Abrutt oder Outsider bezeichnet wurden, irgendwie einen ästhetischen Wert beigemessen haben und auch gesagt haben, sowas muss man aufbewahren. Können wir das nächste Bild bitte haben? In diesen Ateliers gibt es nun oftmals die Vorgabe, dass Kunst gemacht wird. Und so wundert es auch nicht, dass eine ganze Reihe von Werken, die da entstehen, vollkommen harmlos wie normale Kunst aussehen. Also da ist sicherlich auch das Bestreben da, eine gewisse Normalität zu unterstützen. Also diese Menschen, wie immer, auch schon früher, haben natürlich Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen keinen anderen Wunsch als normal zu sein. Oder jedenfalls viele von ihnen wollen einfach wieder normal sein. Und dazu kann natürlich auch helfen, dass man sie in ihren künstlerischen Äußerungen so unterstützt, dass sie Werke schaffen, die innerhalb des Kunstbetriebs leicht konsumierbar sind und funktionieren. Das ist bei also bei Stefan Wimreuther sicherlich sehr deutlich der Fall. Das ist eine sehr aktuelle, expressive oder neoexpressive Bildsprache, die er da einsetzt und auch sehr versiert mit Farben umgegangen und so weiter. Es ist etwas anders bei Thomas Gräser, der sehr viel deutlicher eine Nähe zu Kinderzeichnungen zeigt. Es sind lineare Umrisszeichnungen, die auch, denke ich, sehr deutlich zeigen, dass er sich mit Leibempfindungen auseinandersetzt, also sehr viel basaleren Empfindungen. Da würden immer Leute sagen, ja, mein dreijähriger Sohn kann das doch auch. Wenn man es vergleicht, wird man feststellen, der kann das nicht so, wie Thomas Gräser das kann. Aber die Botschaft ist doch ähnlich und diese basale Botschaft ist, denke ich, auch unterschätzt. Die sollte man deutlicher aufwerten und schätzen, aber das ist eine andere Geschichte. Was mich interessiert, ist, dass es neben diesen Ateliers, und ich habe das jetzt mal als ein Extrem, gerade diesen Wimreuther dargestellt, noch ganz andere Äußerungen auch heute gibt, die abweichen von dem, was man sonst im Kunstbetrieb zu sehen bekommt. Können wir das nächste Bild bitte haben? Ein Beispiel dafür, das vielleicht in Parallele zu sehen ist, Ernst Josephson ist Nicole Giraud. Nicole Giraud ist eine Algerierin, die in Algerien aufgewachsen ist und im algerischen Bürgerkrieg ihren linken Arm verloren hat. Sie wird dann Künstlerin, sie geht nach Deutschland in den 70er Jahren und sie arbeitet als Künstlerin und sie lebt 1980, sie lebt da in Frankfurt, etwas, das man wahrscheinlich heutzutage im Rückblick als posttraumatisches Belastungssyndrom bezeichnen würde. Sie entwickelt Ängste und kann die Wohnung nicht mehr verlassen. Und sie sagt, sie hätte in die Psychiatrie gehen müssen, hätte sie nicht Kreativität als eine Art Ventil gehabt. Und da hat sie angefangen, ein Projekt zu machen, das Sie hier hinten sehen können in dem Bild mit den Einmachgläsern. Ich zeige es in dem nächsten Bild etwas deutlicher als Ausschnitt. Sie schafft 3x39 Einmachgläser. Können wir das nächste Bild bitte haben? Mit Tagesresten gefüllt. Und zwar hat sie innerhalb von 9 Monaten in den 3 Zimmern ihrer kleinen Wohnung diese Einmachgläser mit Tagesresten gefüllt. 9 Monate natürlich als ein sehr bedeutsamer Prozess. Aber sie hat versucht, tatsächlich
das festzuhalten, was es von ihr gab, um sich sozusagen in ihrer Existenz zu belegen. Und dabei in diesem Prozess entdeckt sie dann die Einmachtgläser als Mini-Vitrinen. Das ist ganz spannend. Können wir das nächste Bild bitte haben? Da sehen Sie zwei Beispiele dafür aus dem Jahre 1980, wo sie dann auch anfängt, bestimmte Botschaften und bestimmte Bilder nach vorne zu stellen und sozusagen eine Rundum-Vitrine zu schaffen. Und sie bleibt dann auch tatsächlich in der Folgezeit bei dem Einmachglas als eine Art als, oder als ein wichtiger Form ihres künstlerischen Ausdrucks. Sie hat da eine Form des künstlerischen Ausdrucks kennengelernt, an der sie dann festhält. Also da ist auch ein Einbruch gewesen durch diese psychische Ausnahmeerfahrung, könnte man sagen. Sie sagte, wenn sie das nicht gehabt hätte, diesen Ausweg, hätte sie in die Psychiatrie müssen. Also sie war nicht in der Psychiatrie, aber es war ein psychischer Ausnahmezustand. Der hat dazu geführt, dass sie diese neue Art von Kreativität entwickelt hat, auf der sie dann weiter aufbaut. Das finde ich jetzt auch ein ganz aufregender Fall, dass jemand etwas Neues entdeckt in dieser Ausnahmesituation. Das nächste bitte. Harald Bender ist in unserer Sammlung auch vertreten mit den ersten 180 Ordnern seines riesigen Œuvres. Er hat in seiner Lebenszeit mehr als 2400 Ordner gefüllt mit Zeichnungen. Die meisten dieser Ordner, Sie sehen hier aufgestapelt in seiner Einzimmerwohnung, eine ganze Reihe von diesen Ordnern, sind gefüllt mit jeweils 200 Zeichnungen. Also es ist ein ungeheures Œuvre. Schon Ende der 90er Jahre hat es ein gewisses Gewicht entwickelt und deshalb kamen diese 180 Ordner in die Sammlung Prinzhorn, weil aus statischen Gründen sozusagen der Vermieter gesagt hat, diese Ordner müssen hier raus und die sind dann zu uns gekommen. Die übrigen Ordner, die bis zu seinem Tod entstehen, sind heute in einem Studienraum der Galerie Zander in Köln aufbewahrt. Harald Bender hat eine ganze Reihe Versuche unternommen, beruflich zu arbeiten. Erst als Elektrotechniker, dann hat er versucht, Informationsdesign zu studieren an der HDK in Berlin. Aber all das fruchtete nichts, weil er sich irgendwie nicht konzentrieren konnte. Vielleicht hatte er damals auch schon Probleme mit seiner Psyche. Er geht dann nach Amerika, nimmt dort Drogen und da fängt es erst so richtig an mit psychischen Problemen. Er ist dann mehrfach in psychiatrischer Behandlung und widmet sich dann in der Folge fast ausschließlich einem großen wissenschaftlichen Projekt. Er sagt nämlich, er ist auf der Suche nach der Verbindung zwischen dem Atom, für ihn Lichtenergie, und dem Eisprung. Und diese Untersuchung sozusagen, die nach dem Ursprung von uns allen sucht, die mobilisiert er mit allen möglichen akademischen Disziplinen. Ich erinnere mich noch, als ich ihn einmal besucht hatte, war er gerade dabei, die Musikwissenschaft mit zu integrieren und zeichnete Noten in seine komplexen Symbolsysteme. Können wir das nächste Bild bitte mal haben? Da sehen Sie auf der linken Seite eine größere Arbeit mit diesen Symbolen und Buchstabenabkürzungen und auf der rechten Seite eine andere Art von Zeichnung. Es gibt eine Variationsbreite seiner Zeichnung, aber es geht für ihn eigentlich immer wieder um diese wissenschaftlichen Untersuchungen. Und als ich ihn einmal besuchte, sagte ich, oh, das sind fantastische Arbeiten, die müssen wir unbedingt ausstellen. Da sagte er gleich, nein, das ist keine Kunst, das sind Beweise, das gehört vor Gericht. Denn tatsächlich hatte jemand im Landesgericht Schöneberg schon einige Werke von ihm als Schenkung angenommen und er dachte eigentlich, dass sein Werk irgendwann mal dahin geht, nicht berechnet, wie ungeheuer umfangreich es werden würde. Das zeigt nochmal deutlich, das ist ein typischer Vertreter sozusagen der Abrutt- oder Outsider-Art, der gar nicht daran denkt, dass er Kunst macht. Denken Sie an diese Idee von Jean Dubuffet, Kunst ist immer da, wo man sie nicht erwartet. Er hat auch Werke von Menschen gesammelt, die sich eigentlich nicht als Künstler gesehen haben, weil er dachte, dass die die wahre Kunst schaffen, die wirklich authentische Kunst. Und man könnte sagen, Harald Bender, der sich auch Adelhüt van Bender nannte, steht in der Tradition dieser Kunst, am Rande der Kunst im Sinne einer Outsider-Art oder Abrutt. Können wir das nächste bitte haben? Was steht dahinter? Also es steht sicherlich dahinter, dass diese Menschen ihre Verbindung zur Realität in einer bestimmten Weise eingebüßt haben, sei es durch be bestimmte überwertige Wahrnehmung, akustische oder optische Wahrnehmung oder durch andere Einbrüche. Und sie versuchen durch Kreativität wieder eine Verbindung oder eine neue Verbindung zur Welt zu schaffen. Es geht sicherlich auch darum, etwas Wichtiges und gesellschaftlich Relevantes zu tun. Also Bender denkt wahrscheinlich nicht nur daran, etwas für sich zu tun, sondern der arbeitet für uns alle an diesem Aufklären der Verbindung zwischen Atom und Eisprung. Aber es geht sicherlich auch darum, für ihn einen neuen Daseinsgrund oder eine neue Wichtigkeit zu schaffen, irgendwie seine Position zu stärken.
Dieses Aufbegehren gegen Ohnmacht, das ist besonders deutlich auch beim New Yorker Künstler zu sehen, Melvin Milky Way, geboren 1954, jemand, der immer wieder teilweise auf der Straße lebt. Der macht kleine Zettel mit Formeln, wie Sie hier sehen, die oftmals immer wieder gefaltet wurden, weil sie so eine Art Talisman für ihn sind und mit Tesafilmstreifen geklebt und gekittet wurden und die schon ziemlich gelitten haben. Und es handelt sich um Formeln, die sehr gefährlich sind. Also er sagt auch mal wieder denjenigen, die solche Werke kaufen, wenn er dann mal sowas verkauft, er verkauft es selten, dass er sie warnen möchte, diese Formeln anzuwenden, weil diese Formeln immer die Welt zerstören könnten. Also im Grunde schafft er sich eine ungeheure Macht gegen seine Ohnmacht. Er begehrt auf gegen gegen seine Randständigkeit und schafft sich ein ganz anderes Image oder jedenfalls wertet er sich selber sehr stark auf. Können wir das nächste Bild haben? Da sehen Sie noch eine andere Arbeit von ihm. Das sind typische Arbeiten von Milky Way, die selten auf den Markt kommen und wenn, dann mittlerweile schon sehr teuer sind. Und ja, vielleicht wollen wir jetzt schon schließen, sonst hätte ich noch ein Beispiel. Springen wir in das letzte Beispiel. Wanda-Vera Schmidt, können wir das nächste Bild bitte haben? Ist eine Frau, die halb Portugiesin, in Berlin geboren, 49, auf Madeira aufgewachsen, mit 16 Jahren nach Berlin zurückkommt, erst als Au-pair-Mädchen arbeitet, dann versucht sich mit verschiedenen Jobs über Wasser zu halten. Sie hat einen Schönheitssalon, sie hat ein portugiesisches Restaurant, aber dann macht sie den Fehler ihres Lebens, lässt sich mit Mick Jagger ein, der nimmt sie nach Strich und Faden aus, erzählt sie, und eines Tages sitzt sie weinend am Straßenrand und da kommt ein Polizist vorbei und sagt, in Deutschland darf man nicht weinen und bringt sie in die Psychiatrie. Das war 1993. In der Psychiatrie lernt sie dann Kunsttherapie kennen und ihre Neigung zu malen und zeichnen. Ab 1995 lebt sie in einer betreuten Wohneinheit in Berlin-Zehlendorf, zusammen mit anderen ehemals Langzeitpatienten, würde man sagen, unter Betreuung. Und dort schafft sie ein gewaltiges Werk, das erst sichtbar wurde, als die Gruppe gezwungen war, dieses Gebäude zu verlassen, 2005. Da bekam ich plötzlich einen Anruf und mir wurde gesagt, der ganze Keller ist voller Papierstapel, alle von Frau Schmidt. Sie wissen nicht genau, was das ist, aber könnte das vielleicht Kunst sein? Und dann bin ich da nach Berlin gereist, habe mir das angeschaut. Können wir das nächste Bild bitte haben? Frau Schmidt übrigens im Hintergrund. In diesem Keller war bereits ein Tisch und ein Stuhl, um das Ganze zu stabilisieren. Das war ein bisschen ungleichmäßig aufgebaut. Sie sehen aber schon, dass viele von diesen Blättern Zeichnungen tragen. Die allermeisten tragen auf beiden Seiten Zeichnungen, sehr einfache Zeichnungen. Können wir das nächste Bild bitte haben? Das ist die Art und Weise, wie wir es dann präsentiert haben bei uns in der Sammlung Prinzhorn im Foyer. Also etwas ordentlicher aufgebaut, so wie die Zeichnungen auch um ihren Schreibtisch gewöhnlich gestapelt werden. Das nächste Bild bitte. Das zeigt zwei dieser Zeichnungen. Auf der linken Seite ein Uranstück. Sie geht davon aus, dass das Böse in der Welt von Menschen durch Uran erzeugt wird. Die haben so Beeinflussungsmaschinen und sie muss diese Uranstücke entschärfen. Das kann sie dadurch, dass sie sie immer wieder zeichnet. Und wenn alle Linien ganz gerade sind, dann hat sie es unter Kontrolle und kann es entschärfen. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Pendelfigur, die sie macht, bevor sie eine Begegnung hat. Wenn es ihr gelingt, in diesem Dreieck, eigentlich ein Herz, eine Spirale so zu zeichnen, dass sie am Ende wieder in der Mitte landet, das ist die Situation, der sie begegnet, in Ordnung. Das ist eine Beruhigungsfigur sozusagen. Wiederholung spielt eine sehr große Rolle. Sie glaubt, dass sie letztlich mit ihren, damals waren es 500.000 Blätter ungefähr, die wir ausgestellt haben, dass sie damit den Weltfrieden garantiert, weil sie gegen das Böse in der Welt anarbeitet und gegen politische Konfliktfälle insbesondere. Sie glaubt, dass sie mit der deutschen Armee zusammenarbeitet, dass immer dann, wenn irgendwo ein Konfliktfall in der Welt wäre, sie angefragt werden müsste, dann würde sie eine Zeichnung ins Verteidigungsministerium schicken. Da gäbe es einen Computer, der könnte diese Schwarz-Weiß-Zeichnung als farbige Videos lesen. Der würde dann zur Konfliktlösung beitragen. Da müsste das Blatt aber zurückkommen, weil nichts verloren gehen darf. Ich fand die Geschichte ganz toll, dass hier jemand eigentlich auch nicht im ersten Sinne an Kunst denkt, sondern auch sicherlich aus einer ähnlichen Situation wie Melvin Way versucht, sich Macht zuzusprechen, dadurch, dass sie kreativ gegen die Beunruhigung durch die Bedrohung des Weltfriedens arbeitet, mit kreativen Mitteln, und dachte, wir müssten das unbedingt ausstellen. Das habe ich eben auch gemacht. Können wir nochmal zurück? Das war die Präsentation in der Sammlung Prinzhorn im Foyer, stabilisiert durch einen Tisch und einen Stuhl. Wir haben das 2 Jahre bei uns gezeigt, hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Wir hatten ein kleines Video, wo Frau Schmidt auch ihre Theorien dazu erklärt. Dann haben wir es 2 Jahre auf Reisen geschickt und dann haben wir versucht, einen Platz zu finden, wo es auf Dauer bleiben kann, weil wir es nicht immer in unserem Foyer stehen lassen wollten.
können Sie nochmal weiterklicken, zwei Bilder weiter. Und haben dann schließlich einen Ort, einen passenden Ort gefunden, denn 2011, das sind noch zwei andere Arten von Zeichnungen. Es gibt auch komplexere Zeichnungen, das wollte ich dadurch zeichnen. Machen Sie das nächste Blatt bitte mal. 2011 wurde das Militärhistorische Museum mit einem Neubau eröffnet von Liebeskind, diesem Keil, der durch den Altbau getrieben wurde. Und auf der obersten Ebene dieses Keils ist jetzt das Werk von Wanne-Vera Schmidt aufgebaut, jedenfalls ein Teil davon. Und macht Sinn in einem Museum, das eigentlich nicht so sehr dem militärischen Gedenken gewidmet ist, sondern ist ein Museum des Friedens. Und da wird die Botschaft von Frau Schmidt ernst genommen. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. Ich glaube, auch Benders Arbeit wäre wesentlich besser in einem Science Museum, einem Wissenschaftsmuseum, deutschen Museum oder sowas aufgehoben, als in einer Kunstsammlung, obwohl es natürlich auch künstlerische Qualitäten hat, würde ich denken. Aber hier wird sozusagen die Botschaft von Frau Schmidt ernst genommen. Das finde ich wichtig. Sie hat nichtsdestotrotz, können wir das nächste Bild nochmal haben, auch noch die hohen Weihen der Kunstgesellschaft erreicht, indem 2016 ihr Werk ausgestellt wurde im New Museum New York, das coole Museum für Gegenwartskunst in in unserer Zeit. Das nächste Bild bitte. Das zeigt Frau Schmidt nochmal mit ihrem dort aufgebauten Weltrettungsprojekt, wie wir das genannt haben, etwas anders aufgebaut als bei uns, aber auch wieder mit Tisch und Stuhl als Stabilisierung. Das zeigt, dass diese ungewöhnlichen Botschaften, die diese Werke haben, die eigentlich von dem, oder sagen wir, die eigentlich das überschreiten, was wir gewöhnlich als Kunst ansehen. Kunst ist für uns zumeist eine symbolische Repräsentation von Wirklichkeit. Und viele von diesen Werken, gerade von Menschen mit psychischen Ausnahmesituationen, gehen darüber hinaus, indem auch wie Frau Schmidt gedacht wird, dass Werke zum Beispiel eine magische Qualität haben oder irgendwie tatsächlich in die Realität eingreifen können. Auch der Harald Bender möchte eigentlich in die Realität eingreifen. Er möchte tatsächlich Forschung leisten, möchte etwas schaffen, was in der Realität Gewicht und Wert hat. Und man würde sagen, eigentlich können wir das ja doch nur metaphorisch auffassen als eine Art symbolische Handlung. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo immer mehr Museen und Kuratoren solche Werke auch in ihrer Eigenheit ernst nehmen und tatsächlich etwas leisten können, was man unter Inklusion verstehen kann, nämlich diese Werke nicht einfach zu subsumieren und zu sagen, ja, das könnte man auch als Konzeptkunst missverstehen, sondern tatsächlich zu akzeptieren, dass hier ganz bestimmte Außenseiterpositionen sozusagen innerhalb der Gesellschaft auch repräsentiert werden im Ganzen des Kunstbetriebs und der Kunstwelt. Und dafür ist, denke ich, Frau Schmidt ein ganz glänzendes Beispiel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.